Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banuki Nightshift. Und worum es jetzt gleich geht, das erzählt uns der Christian, weil er hat was mitgebracht. Richtig. Nach dem Intro. Ja, gute und hallo zu Nightshift auch von meiner Seite. Ich habe heute was mitgebracht. Ich möchte Witze testen an dir. Witzetest. Hast du einen Witz erzählen? Hast du einen Witzetest? Hast du einen Lieblingswitz? Ja, geht der Christian zum Arzt. Oh, okay. Pass auf, ich möchte einfach nur so deine Reaktion. Es sind Witze, die man in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen anbringt. Ich bin gespannt. Okay. Komm, teste. Laufen zwei Eskimos auf dem Weg nach Hause. Ja. Meint der eine, sag mal, wo ist denn dein Iglo? Dann sagt der andere, scheiße, ich hab's Bügeleisen angelassen. Okay, noch nicht so gut? Okay. Doch, geht schon. Das geht schon, okay. Zweiter. Ja. Mann beim Arzt sagt, Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht zurück. Dann sagt der, weil er hat's verliehen. Arzt, die verleiht man auch nicht. Ach, genau, die verleiht man auch nicht. Okay, ja. Kannst schon. Der war aber vorher auf Haus. Okay. Dann noch einen. Wir bleiben beim Arzt. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Dann sagt der Arzt, das ist doch super. Dann sagt er, ja, aber ich stehe immer schon andersrum. Ich hab's versaut. Ja, Christian, okay, komm. Okay. Ja, ja. Okay, machen wir weiter. Ich weiß aber, was du sagen willst. Ich stehe erst später auf. Genau. Ich habe um 6.30 Uhr Stuhlgang, aber ich stehe erst um 7 Uhr auf. Ja, so. Komm. Okay, den habe ich versaut. Ja, kann ich schon, war kacke. Okay, war kacke. Im wahrsten Sinne. kommen wir zum Thema Mann und Frau. Endlich. Kommt eine dicke Frau in die Bäckerei und sagt... Geht das auch mit der dünnen Frau? Nee, geht nicht, sonst ist der Witz doof. Ja. Sonst geht der Witz nicht. Kommt eine dicke Frau in die Bäckerei und sagt, ich hätte gern oder... Oh, Christian ist ja echt ein guter Witzeerzähler, Alter. Vor allem bist du ein guter Vorleser. Ich mag rumkugeln. Dann sagt der Bäcker, ja, aber nicht hier in meinem Laden. Nicht hier in meinem Laden, genau. Okay, so muss man sagen. Wie geht es mit der, ich hätte gern von der... Groben Fetten? Von der groben Fetten. Die hat heute Berufsschule. Ja, genau. So, genau. Das ist aber eine Metzgerei, das ist ein anderer. Achso, Entschuldigung, ja, okay. Tut mir leid. Last but not least, immer noch Thema Mann und Frau. War das jetzt schon der zweitbeste eben? Jetzt kommt der Beste. Jetzt kommt der Beste. Ich bin gespannt, ob ich neugierig bin. Mann und Frau gehen ins Restaurant. Die Frau bekleckert sich und sagt, oh, ich sehe aus wie Sau. Und der Mann, und bekleckert hast du dich auch. Ja, aber der war okay. 5 Witze, die Welt nicht braucht. Ja. Nee, es kann man auch mal testen. Also du musst jetzt, das Wichtige ist, wenn ihr dieses Video schaut, ja, müsst ihr es jetzt vergessen. Und dann müsst ihr das Video schauen mit 8 Promille. Und dann sind die echt witzig. Ja. Und ich muss mir merken, ich schreibe keine Witze auf, sondern ich erzähle sie frei raus. Mhm. Nee, Zettel, das ist nicht das. Wir haben hier... Pariserbier? Nicht nee, Pyrase. Pyrase. Hier, Regie, mal in die Kamera. Ja. Pyraserbier. Ja, guck mal, Pyraserbier. Wo sieht man hier so? So, Pyraserbier. Das haben wir heute hier. Radler vor allem, ja. Okay. Radler, ich mach mal auf. Wir müssen jetzt aus einer Flasche trinken. So, zacki, zacki. Willst du zuerst oder will ich zuerst? Ich will zuerst. So. Ja, ist ja klar. Okay. Pyraserbier. Lass mir noch was drin vielleicht. Landbier. 50% Landbier, ist ja klar. Wo ist denn das her? Das ist aus... Aus Hersbruck. Wo auch immer das ist. Scheißegal. Pyraser Bier. Nee, Pyraser. Pyraser. Pyraser Bier, Radler. Fränkische Tradition seit 1870. Ah, aus Frankenland. Das ist ja da, wo die so Sachen sagen wie Dunnel oder Lotte Matthäus. Ja. Rekord-Nationalspiel. Und schmeckt doch, oder? Es ist gut. Pyraser Bier kann man lassen. Ein wenig süß. Also vom Label her ist es relativ... touristisch. Sehr schlicht. Touristisch. Ne? Ja. Aber kann man trinken. Fränkische Tradition. Echt gut, ja. Seit 1870. Ja. Wann ist denn da das Ding abgelaufen? 1870 wurde es abgefüllt. Mhm. Das war ein Witz von mir. Heute 5 Witze vom Christian, die kacke waren. Einer war gut. Zum Abschluss noch einer von mir, der kacke war. Okay. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal Nightshift. Wir sehen uns. Bis dann. Gute. Bär! Ein Bier. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen.
und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.